Das sind ja ganz andere Maße wieder. Also, das kannst du vergessen. 64, machst du einen Spaß? 64, wer hat 64er Hüften? Das hat nicht mal eine 6-Jährige. Sie kommt zu mir. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, frisch geduscht, heute extra für euch ein neues Video. Es hat in letzter Zeit nicht ganz so viele gegeben, weil... kein Bock. Aber heute bin ich wieder fresh am Start. Wir haben was ganz Besonderes vor. Schritt Nummer 1, folgt mir auf Instagram, liebe Freunde. Hier ein neues Bild, da zeige ich meine neuesten Trainingsfortschritte im Photoshop-Style her. Also Max Obey Me, auf jeden Fall vorbeischauen, liebe Leute. Aber was wir jetzt machen, ist was ganz Besonderes. Wir werden heute Hosen shoppen gehen. Hosen. Ich selbst, das sage ich immer wieder, kaufe hauptsächlich billige Hosen. Also egal ob Zara, H&M oder im Internet immer wieder welche Schnäppchen. Also Hosen sind bei mir so ein Accessoire, das nur zusätzlich Mittel zum Zweck ist, um hier irgendwie meine Main Pieces, wie zum Beispiel mein neues Vêtements-Shirt, besser hervorhebt. Deswegen Hosen kann man meiner Meinung nach immer billig kaufen. Ich habe, glaube ich, maximal 5 oder 6 Hosen, die über 100, 200, 300 Euro kosten. Also bei Hosen bin ich so, dass ich sage, ich kaufe mir ein Piece, das rocke ich eine Saison und dann ist es in der Altkleiderbox und fertig. Das ist so meine Ansicht, was Hosen betrifft. Ihr fragt mich immer wieder, wo ich meine Hosen her habe. Bei dieser Hose habt ihr gefragt, bei dieser Hose glaube ich auch. Also hier habe ich mir so 3 so Bomberhosen im Camouflage, in unterschiedlichen Camouflage-Mustern, ich liebe ja Camouflage, eingekauft und tatsächlich war keine Hose teurer als 30 Euro. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde euch einfach mal zeigen, wo man günstige Hosen herbekommt. Mit dem Hintergrundwissen, Freunde, dass wir da nicht High Quality einkaufen. Ja? Also wir werden jetzt auf einige Dinge eingehen, die man beachten muss, wenn man billig Hosen einkaufen möchte. Es ist teilweise wirklich so, als würdest du die Katze im Sack kaufen, weil du nicht weißt, ob dir das überhaupt passt oder wie das dann tatsächlich aussieht. Also das werden wir uns heute alles anschauen. Dazu verwenden wir die Page, das kennen sicher einige von euch. Das ist irgendwie so die Standard-Fake-Page Nummer 1, habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie Fake Yeezy oder so kaufen möchte. AliExpress, also wir bestellen wirklich Ware aus China. Mit wenig Ansprüchen machen wir das Ganze und finden da immer wieder ganz coole Schnäppchen und ganz coole Hosen. Und das werden wir heute gemeinsam machen. Gar nicht mehr länger quatschen. Los geht's. Go, let's go. Also ich habe die Homepage hier schon offen. Hier findet ihr halt einfach alles. Also scheißegal, ob ihr Ohrenstäbchen oder einen Schrank für eure Putzgeräte kaufen wollt. Hier gibt's einfach wirklich alles. Allerdings, bevor wir die jetzt einfach so bestellen, gehen wir auf Letty Shops. Und ja, das ist eine bezahlte Partnerschaft. Allerdings, ihr wisst ganz genau, ich würde euch nicht irgendeinen Scheiß empfehlen. Warum zeige ich euch das? Man sieht es hier eh schon. Es ist ein sogenannter Cashback-Service. Ihr habt eine lange Liste von Dingen gekriegt, die ich da sagen soll. Aber Freunde, brechen wir es herunter auf die wichtigsten Dinge. Warum finde ich es gut? Weil du einfach 6,5% allein jetzt bei unserer Bestellung auf AliExpress zurückkriegst. Das sind 154 mal 6. Und dann gibt es aber mehrere Geschichten. Das heißt, ihr könnt es auch bei eBay, kriegt ihr 1,95% zurück und auch bei Booking.com. Das heißt, wenn ihr Reisen macht, aber das ist halt Bombe, gell? 6,5%, das ist echt schon ein Haufen. Im Prinzip ganz einfach, ihr geht es dann über die Seite auf AliExpress. Das heißt, ihr drückt hier auf AliExpress, kauft dort ein und kriegt dann die ganzen Prozente rückerstattet auf euer PayPal-Konto oder je nachdem, wo ihr die Kohle zurückhaben wollt. Aber das zahlt sich dann schon aus. Das heißt, ihr zahlt zuerst das Geld und dann kriegt ihr es zurück. Ihr müsst dann einfach nur diese Erweiterung installieren und dann habt ihr das fix in eurem Browser drin und beim Shoppen Kohle zurückkriegen. Warum nicht? Ja, also billig Hosen aus China kaufen um 154 Euro und dann noch Kohle zurückgeben. Beste Leben. Hier ist schon Kamera eingegeben. What the fuck, wir wollen keine Kamera, sondern wir wollen Hosen einkaufen. Kurze und lange. Also wir geben jetzt einfach mal Pants ein. Pants selber wird zu wenig sein. Also wenn wir da jetzt Pants eingeben, dann werden wir 1000 verschiedene Hosen finden und 97% davon werden uns einfach nicht gefallen. Also hier zum Beispiel, das sind irgendwie so Hosen für Performance, für, keine Ahnung, draußen im Wald umeinander hupfen, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen jetzt Sachen, die uns ansprechen. Sowas da, naja, auch nicht zu meinem Fall, aber wir sehen schon an den Preisen, es ist halt wirklich billig. Also eine Hose für 18 bis 22 Euro, kostenloser Versand sehe ich da sogar. Also es sind schon gute Sachen dabei und... für 3-4 Mal anziehen in einem Sommer,
reicht vollkommen. Training, Jogger, ja, Jogger habe ich eigentlich mittlerweile schon genug, brauche ich nicht, sondern ich hätte gern Bomberhosen, also mit so ausgefallenen Taschen, vielleicht so leicht Represent-Style würde mir gut gefallen, also sowas in die Richtung würde ich mir anschauen und dann schauen wir noch wegen kurzen Hosen. Wir haben Sommer, Freunde, wir rennen nicht den ganzen Tag mit langen Hosen herum, sondern wir wollen coole, kurze Hosen, vielleicht auch ein bisschen weiter ausgeschnitten, vielleicht auch so leicht Fear of God Style. Also das ist die Sache, die wir suchen. Übrigens Schlagwort Fear of God Style. Es bietet sich gerade bei solchen Seiten an, wenn man als Referenz eine Marke angibt, die relativ bekannt ist. Nicht, dann probieren wir das mit Namen berühmter Musiker. Das funktioniert nämlich ganz genauso. Justin Bieber Pants, der trägt ja immer wieder Fear of God. Schauen wir mal nach. Jawohl, funktioniert. Also hier haben wir gleich mal Tracksuits. In verschiedenen Farben, hier haben wir, okay, komische Hosen, also hier werden wir dann leichter fündig. Ich bin aber auf der Suche nach Shorts, also geben wir statt Pants einfach mal Shorts an. Ja, und da kommen gleich mal Hosen, die mir persönlich gefallen. Also wir haben hier welche in diesem in diesem Schottenrock-Style, die ich persönlich eigentlich ganz cool finde. Wenn wir uns hier Fotos anschauen, also gehen auf alle Fälle klar. Die muss man halt dann kombinieren mit Basic Pieces wie Weiß, Grau, Schwarz, aber die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt wird es halt schwierig, Freunde. Sizing-Infos. Immer die Sizing-Infos dazugeben. Chinesische Größen sind viel kleiner geschnitten. Und das habe ich gemeint mit, ihr kauft die Katze im Sack. Wenn wir jetzt hier 7 Hosen bestellen, weiß ich, dass ich 3 nicht anziehen kann, weil sie entweder so hässlich sind oder so klein sind, dass es einfach nicht möglich ist. Also 3 gehen immer Meier, die kannst du dann eigentlich wieder in die Altkleidersammlung geben und kannst hoffen, dass vielleicht irgendein kleiner Zirkusartist die aus der Tonne fischt und dann anzieht. Grüße gehen raus an Lügners. Aber in diesem Fall ist es halt besser, wenn man wirklich mit 3 Hosen rechnet, die Meier gehen. 2, 3 kann man dann anziehen und die anderen 2, ja, die zieht man dann einmal an, weil man sich denkt, ja, schade um die 30 Euro. Aber hier zur Sizing-Info. Größe, okay. Taillebreite, Hüftebreite, Hoselänge ist uns wurscht. Das ist meistens eh in Relation gemacht. Hüftebreite, wie breit sind meine Hüften? Meine Hüften sind relativ gebärfreudig, also vermutlich etwas breiter. Schauen wir uns gleich mal an. Gut, wo sind wir da? Okay, da sind wir weit drunter, unter einen Meter. Taillebreite, Hüftebreite. Warum brauche ich die Taille? 53 in der Länge. Okay, die ist schon relativ lang, gell? Okay, ja, also in diesem Fall hat der Becher. Da steht dann auch dabei, wie man es misst. Ich schwitze wie eine Drecksau, das ist nicht normal. Ich würde da einfach mal eine L nehmen auf gut Glück. Scheiß drauf, wird schon passen. So, deswegen gehen bei mir auch immer so viele Meier, weil ich dann einfach sage, ja, egal. So, in den Einkaufswagen. Gut, dann haben wir mal das erste Produkt im Einkaufswagen. Dann schauen wir gleich mal weiter, was wir da noch so finden. Da sind wir halt bei den Fakes, Freunde. Also es gibt natürlich Fakes auch. Wie wir hier zum Beispiel sehen, das ist eine Fake Essentials Hose. Ja, sieht man halt. Ja, also das sieht man am ersten Blick, dass das nicht echt ist. Das ist für uns nicht relevant. Wir wollen einfach nur billige Hosen kaufen, aber keine Fakes kaufen. Ha, die habe ich sogar. Die habe ich letztes Jahr bestellt. Für 20 Euro. Mega Deal. Kann man nichts sagen im Endeffekt. Gut, schauen wir mal weiter, was da noch so gibt. Hier haben wir Hosen in verschiedenen Farben. Finde ich eigentlich ganz nice. Ich finde die pinke eigentlich ganz cool. Ja, na. Also allein vom Schnitt her, das ist schon so ein bisschen Badehosen-Style. Nicht so mein Fall. Na, Freunde, schaut's mal. Palm Angels Shorts. Fake. Muss jeder selber wissen, was er kauft. Die finde ich auch nicht so schlecht eigentlich. Und grün, ich... Ja, why not? Können Sie mal in den Einkaufswagen geben. Ja? Passt sicher ganz gut zu den 700er Easy dazu. Mit einem weißen Shirt kann man auf jeden Fall rocken. Sizing-Info wieder nachschauen. Hüftebreite, das sind ja ganz andere Maße wieder. Also, das kannst du vergessen. 64, machst du einen Spaß? 64, wer hat 64er Hüften? Das hat nicht mal eine 6-Jährige. Sie kommt zu mir von alleine, alleine. Da würde ich nichts einkaufen, ist nicht möglich. Das ist wirklich nur für so kleine Zirkusartisten. Die finde ich auch ganz nice, ist auch wieder so Schottenrock-mäßig. Wir haben da aber schon eine drinnen. Ich werde die jetzt einfach mal 36, was ist denn das für eine Größe? Keine Ahnung, ich nehme einfach mal eine 34. Scheiß drauf, ich habe eh schon eine. Ja, aber die ist trotzdem lauernd. Oh, die haben es noch in anderen Farben. Cool. Ja, das ist nice. Ja, fix. Rein in Einkaufswagen, scheiß drauf. Pink hätte ich gerne noch eine, weil ich möchte mir die Einsatz-Jordan Travis Scott holen und die passen, pink passt da echt gut dazu, also wäre schon ganz nice. Gut, das war's dann eh schon. Also die pinke möchte ich mir jetzt nochmal anschauen, also die wäre eigentlich doch ganz nice. Ja, sicher. XXL, was ist das für eine Size? Scheiß drauf, machen wir XL.
in den Einkaufswagen. Jetzt habe ich mal ein paar kurze Hosen in meinem Einkaufswagen drin, wenn wir uns kurz mal anschauen. Eben diese pinke, die wir uns gerade angesehen haben in XL, dann diese schwarz-braune, die ich eigentlich ganz nice finde. Also man merkt schon bei den ersten zwei Hosen, ich denke da schon an die Jordans, die ich mir hole. Und die finde ich auch noch ganz nice, aber ich hatte doch noch eine Schottenrock. Ha, die ist hier nicht drin. Gut, jetzt haben wir die Hose auch noch drin. Jetzt würde ich sagen, wir schauen zu den langen Hosen. Also wirklich so Hosen mit weit ausgefallenen Taschen, so Trackpants, Bombermäßig, finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Wie gesagt, Represent macht da wirklich tolle Hosen, aber wer eine Hose für eine Saison haben möchte und sagt, ich hätte gern verschiedene und ich will hier einfach sparen, weil mir Hosen nicht so wichtig sind, der hat hier natürlich die Möglichkeit. Was geben wir da ein? Am besten ist Cargo Pants. Also ich würde hier einfach mal Cargo Pants eingeben und mal sehen, was hier so kommt. Da kommen natürlich ja, viel auch Outerwear, also so Supplements für irgendwelche Sportler oder Bundeswehrsoldaten und so weiter, aber die können auch wirklich ganz nice aussehen. Deswegen, ich glaube, meine Hosen sind auch Performance-Hosen für irgendwo draußen, zum Campen oder zum Kriegsspielen, je nachdem. Aber es sind ganz coole Pieces dabei und das hätte ich vorher schon sagen sollen. Ich bin so schlecht im Plagen. Freunde, ich zeige euch auch immer wieder, wie man Pants selbst designen kann. Also wie man seinen Hosen den eigenen Stempel aufdrücken kann. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wie ihr aus euren Hosen designtechnisch mit Löchern und Aufschneiden wirklich coole Hosen gestalten könnt. Wer es noch nicht gesehen hat, hier nochmal verlinkt. Gut. Wichtig ist vom ersten Bild rein vom Schnitt her beeindrucken lassen, weil die Hosen gibt es dann immer in verschiedenen Farbvariationen. Es gibt halt auch sehr viel Bullshit, aber das ist eh ganz klar. Reflective Pants auf jeden Fall, Freunde. Reflective Pants, meiner Meinung nach der neueste Trend, finde ich wirklich, wirklich cool. Die können echt nice aussehen. Also die werden wir uns holen. Hier haben wir auch so leicht im Adidas-Style Track Pants. Wem es gefällt, kann er sich holen, steht nirgends Adidas drauf, das sind nur die Streifen. Ja, man merkt es halt schon, Freunde, es ist nicht alles Gold, was glänzt, es ist halt auch viel Scheiße dabei. Aber hier wären noch Trackpants, auch wieder so leicht im FOG-Style. Hier wird natürlich auch gleich der Chef von Fear of God persönlich präsentiert mit der Hose. Also, wie gesagt, es ist natürlich alles inspiriert. Keine Fakes, aber Inspirationen, muss man schon sagen. Und die gibt es dann halt auch für 6 Euro. Also, nicht mal 6 Euro, es sind 6 Dollar. Man muss halt wirklich Abstriche machen, was die Qualität betrifft. Also das muss einem schon klar sein. Pluderhose steht hier sogar. Ich finde die eigentlich ganz okay. Ja, bestellen wir es einfach mal, oder? Sehen wir dann eh, ob es cool ausschaut. Sizing-Info, wieder ganz wichtig. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich bestelle zur Sicherheit einmal large. So, weiter geht's. Ah, man kann auch so Bauchtaschen nehmen. Echt alles vorne. Aber ich muss sagen, das ist die erste Hose, die mich halbwegs angesprochen hat jetzt. Also man sucht schon lange, bis man da was findet. Wer so Hosen kaufen möchte, wie ich das gemacht habe, der gibt einfach ein Military Cargo Pants, dann findet man meistens irgendwas. Und es wurde bezahlt. Das wird jetzt dauern. Ich nehme an, 3 bis 4 Wochen, wenn die Sachen da sind, die werden nach und nach eintreffen. Da kommt nicht ein Paket und da ist alles drin, sondern das kommt nach und nach. Ich werde alle Produkte zusammensammeln und dann werden wir uns die Produkte nochmal gemeinsam anschauen, so quasi als Fortsetzung dieses Videos, damit ihr auch seht, lohnt sich das Ganze für einen selbst oder eben nicht. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wenn es für euch hilfreich war, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was euch noch interessiert, ob ihr selbst schon Erfahrungen gemacht habt und was für Fragen noch offen geblieben sind. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, wenn da Hosen ankommen, werde ich die bestimmt tragen und Fotos damit machen. Also schaut vorbei, Mike Thobe, mir wisst Bescheid. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.